Okay, herzlich willkommen zur Vorlesung Graphic Model Driven Engineering. Wir sind im Wintersemester 21/22, sechste Vorlesung über den Daumen gepeilt. Siebte. Ja, es geht. Tempus fugit. Ja, fast Halbzeit. Aber wir kommen auch ganz gut voran. Wir sind insbesondere eine Woche schneller als letztes Jahr oder vor 2 Jahren. Von da aus alles gut. Wir waren fröhlich dabei. Hier, geh du mal weg. Geh du auch weg. Unser Feynman's Problem zu programmieren. Wir hatten uns hier fröhlich einen Startgraph gemacht, hatten uns eine Draw-Methode gebaut, die das drawen kann. Ich habe hier schon mit so einem Rule-Ding angefangen, das sage ich gleich. Und dann gibt es hier so einen For-Rule-Reset, tue Dinge. Ich glaube, diese Klammer hier verschiebe ich mal nach ganz unten. Oder so müssen wir nochmal gucken. Alt-Shift-F, wunderschön. Und wir hatten angefangen mit so einer komischen Match-Table, die da wundersame Dinge tut. Na? Und das ist im Prinzip die Idee von einem Papier, das ich vor 2 Jahren hatte. Das ist gar nicht mein, das hat der Daniel Gebauer sich ausgedacht. Habe ich dann kopiert und es ist unfassbar viel schöner als alles, was wir davor gemacht haben. Und deswegen unterrichte ich das jetzt in diesem Punkt. Dieses Rule-Fine Matches sage ich gleich ganz viel dazu. Wir hatten prinzipiell da gesagt, naja, es gibt so einen, gib mir so eine Match-Tabelle, hat so einen Graphen, in dem ich suche. Dann so eine Set-Start-Node-Methode, die habe ich umbenannt in Set-Start-Nodes. Da übergebe ich einen Spaltennamen. Das ist relativ wichtig, das ist auch neu. Vorher haben wir die erste einfach Start genannt, das ist blöd, wissen wir gleich warum. Jetzt kann ich da noch einen zusätzlichen Namen übergeben. Und dann übergebe ich ein oder mehrere Knoten, die ich in dieser Start-Column drin haben möchte. Und das mache ich jetzt mal hier. Das ist die neue Methode, da ist jetzt im Wesentlichen eine Schleife drin. Der Parameter ist neu, der hier hat 3 Punkte gekriegt. Und in den Cullnames tue ich jetzt diesen Cullname rein und dann mache ich eine Schleife über alle Knoten und für jeden füge ich jetzt eine Zeile hinzu mit genau dieser einen Spalte, wo dieser Startknoten drin ist. Super simpel, kein Ding, kriegt ihr hin, müsst ihr bitte ändern. Wir haben das letztes Mal anders vorgeführt. Na? Aber im Großen und Ganzen bleibt das so, wie es ist. So, und ich habe das vorbereitet, dass wir uns das mal angucken können. Und zwar mit dieser Tabelle hier unten. Ich habe so ein paar Dinge gemacht, um zu erklären, was hat das denn für einen Effekt und was passiert denn jetzt, wenn ich das so tue. Und dann gehe ich doch mal mit der Zeile hier irgendwie nach da oben. Warum macht er das jetzt so komisch? Wunderhübsch. Chaka. So, ich mache mir hier eine Tabelle über unseren Startgraphen und sage, hey, mach mir mal eine Spalte für Leute, die essen und tu da mal alle Knoten von meinem Startgraph rein. Ich sage dem Startgraphen getNodeSet, die Methode ist, glaube ich, auch neu. Da habe ich so mit, hey, ich brauche einen Getter für dieses NodeSet. Dann mache ich so ein toArray drauf und dann muss man hier so kryptisch sagen, nein, das ist ein Array mit A-Nodes, nicht ein Array mit Objects. Dann kann ich das als Parameter für diese 3 Punkte da übergeben. Ne? Und wenn ich das jetzt mal ausführe und wenn die Götter richtig einen guten Tag haben, dann kann ich das speichern und F5 drücken. Uahaha. Den hier mal an die Wand. Und hat er jetzt was gemacht? Ja. Ah, hat Dinge ausgegeben. Wunderschön. Ah, und ich fürchte aber mehr, als ich wollte. Müssen wir mal gerade gucken, wo habe ich denn hier überall so System Out Printline drin. Das hier ist zu viel. Ist aber eigentlich das Gleiche. Ah, aber trotzdem, ich nehme den hier mal raus. Und dann lassen wir das nochmal laufen. Und dann gibt der prinzipiell eben aus in dieser Tabelle, die wir gerade gebaut haben, gib mir den Eater, Wolfboot, Ziege, Boat, Bank, sind einfach alle drin. Ne? Ja, so, was machen wir dann noch?
Dann habe ich hier so eine unfassbar großartige Operation, die nennt sich Faktor 1 Cross Product. Die ist auch flitzeflammneu. Und die rechnet das Kreuzprodukt zwischen zwei Tabellen aus. Also was ich jetzt mache, ich mache noch eine zweite Tabelle. Das ist diese Faktor 2 Tabelle. Und danach errechne ich das Kreuzprodukt und dann mache ich zwischendurch mal Alt-Shift-F, damit das richtig eingerückt ist. Chaka-chaka-chaka. Und dann gucken wir uns mal an, was passiert, wenn ich das jetzt hier laufen lasse. Also nochmal genau, was passiert hier? Dann müssen wir das hier mal ein bisschen kleiner machen. Wir bauen eine erste Tabelle mit einer Spalte Eta. Die hat als in dieser Spalte alle Knoten von unserem Graphen drin. Ne? Cargos, Boats, Banks, was wir so haben, alle 6 Stück. Dann haben wir hier eine zweite Tabelle, die sieht genauso aus, aber die Spalte heißt Food. Ne? Und da sind auch alle Dinger drin, die wir haben. Die Tabelle könnt ihr euch hoffentlich vorstellen, habe ich jetzt kein System of Printline für vorbereitet. Und dann macht mal das Kreuzprodukt dieser beiden Tabellen. Das heißt, wir kriegen eine neue Tabelle. Tatsächlich ersetzt da die Tabelle, die intern in Faktor 1 ist, durch das Kreuzprodukt. Das ist eine Operation, die hat gefehlt. Die müssen wir einfach auch haben, damit wir da vollständig sind. So, Kreuzprodukt ist eigentlich ziemlich leicht berechnet. Du nimmst Column-Names der neuen Tabelle, sind alle alten Column-Names plus alle Column-Names von der zweiten Tabelle. Na? Klar. Na, und dafür die Get-Column-Names, das musste ich nur öffentlich machen. Das Array gab es vorher schon und jetzt gibt es das eben auch mit einem Getter. Gut. Dann habe ich eine Result-Table, die ich jetzt baue. Dann mache ich eine Schleife über alle Zeilen der ersten Tabelle. Da drinnen für jede Zeile der ersten Tabelle eine Schleife über alle Zeilen der zweiten Tabelle. Und dann mache ich irgendwie jedes Mal eine New Row. Das ist ein Klon der ersten Tabelle, der ersten Zeile. Und da hänge ich einfach die zweite Zeile hinten dran. Ha, verrückt. Na, und dann kriege ich ein Kreuzprodukt. Und das Result-Table, da mache ich ganz am Schluss, also ganz klassisch, ist nicht kompliziert, aber effiziente Algorithmen, geschulten Studierenden klappt das hier schon die Fußnägel hoch. Man sieht hier schon, das ist mit quadratischem Aufwand. Ne? Ich mache eine Schleife über die eine Schleife. Ne? Wenn in beiden Tabellen n Einträge drin sind, habe ich hinterher n Quadrat viele Einträge in meiner Kreuzprodukttabelle. Wenn ich das laufen lasse, ja. Dann sollte er eine unfassbar große Tabelle ausgeben mit Eta und Food. Ne, also wo ich jetzt im Prinzip will, ich suche ich jetzt nach Wolf und Ziege und deren Essen. Ne, also und kein Mensch hat kein Essen. Ne? So, da habe ich jetzt drinne für den erste Spalte aus meiner ersten Tabelle. Das ist hier der Wolf offensichtlich oder ersten Zeile aus meiner ersten Tabelle. Das, was in meiner zweiten Tabelle ist, nämlich der Wolf, die Ziege, der Kohlkopf, das Boot, die beiden Banks. Ne? Alles mit Wolf. Vernünftig. Ah, Mist, ey. Das holt hier nicht gut. So, dann kommt das gleiche nochmal mit Goat. Wolf, Ziege, Kohlkopf, Boot, Bank, Bank. Ne? Und so weiter und so weiter. Nehme ich noch mit beiden Banks, nämlich mit der Bank Nummer 5 und der Bank Nummer 6. Wunderschön. Das ist ein klassisches Kreuzprodukt. Ein paar von euch machen ja gerade Datenbanken, relationale Datenbanken. Das solltet ihr im Prinzip kennen. Und die wichtige Regel ist, Kreuzprodukte sind immer unfassbar groß. Na, macht das nicht. Macht lieber sowas wie so ein Natural Join, nämlich dieses Expand by Edge. Na, forward oder backward. Okay, das Erste, was jetzt hier schon nochmal auffällt, da gibt es hier diese Zeile mit Wolf, Wolf. Na, da steht der Wolf isst sich selber. Das ist ja doof. Ne, das will man nicht. Und das ist diese Idee mit isomorphen Matches versus homomorphen Matches. Und das ist ein Unterschied zwischen der Aachener Schule und der Berliner Schule, hatten wir mal irgendwann kurz drüber geredet. Wenn ich einfach so das Kreuzprodukt kriege, habe ich genau diese speziellen Einträge, die doppelt sind. Wenn ich die nicht will, muss ich die explizit rausfiltern, wofür wir ein unfassbares Filter-ISO gebaut haben. Ne, und dieses Filter-ISO. Dann sagt man jetzt, naja, ich will einfach keine doppelten Knoten in meiner Zeile drin haben. Ha, oder nicht einen Knoten an zwei Stellen in meiner Zeile drin haben. Das ist relativ schwierig, weil in meiner Zeile
haben wir gleich auch Attributwerte. Und das ist halt vom Typ Objekt unsere Tabelle, weil wir da gedacht haben, das wäre eine coole Idee, war es vielleicht nicht. Weil wir da aber eben jetzt auch Spalten haben, die Attributwerte haben, kann ich das nicht so leicht machen. Und was ich jetzt hier mache, ist diese Filter-ISO-Operation, die ist neu. Ne, die müsst ihr auch nochmal nachimplementieren. Hat halt zwei Spalten und dann sagt man ja nur, in diesen beiden Spalten möchte ich nicht, dass da das gleiche Ding drin ist. Und dann ist das leicht implementierbar. Dann habe ich hier Column 1 und Column 2. Dann gucke ich in meiner Column Names Tabelle nach, was haben diese Dinger für eine laufende Nummer, welche Spaltennummer ist das. Und dann mache ich eine Schleife über alle Zeilen, besorge mir den Eintrag an diesen, aus der richtigen Spalte und gucke, ob die gleich sind. Ne? Und wenn die ungleich sind, dann übernehme ich die Zeile so, wie sie ist, in meine Result Table. Wenn nicht, schmeiße ich das Ding weg. Wunderschön. Okay, ganz leicht. Dann tun wir doch mal unser Printoutline hier hin. Und führen das Ganze nochmal aus. Jiha. Und dann sieht man, das ist noch die alte. Hier gibt es das neu. Guckst du? Wolf ist raus. Ne, gibbelt nicht mehr. Und hier bei Goat Wolf gibt es noch, aber Goat ist raus. Ne, die Zeile mit den doppelten Einträgen sind weg. Ne, das kriegt man jetzt durch so ein ISO-Ding hin, was wir jetzt hier sehr gezielt machen. Man kann darüber streiten, ob man das will oder nicht. Ja, aber kommen wir später nochmal zu. Ich wollte es einfach mal gezeigt haben. So, dann machen wir jetzt hier einen Filter Edge und sagen, naja, der Eater likes the food. Na, dann ist es tatsächlich so ein Esser-Essen-Paar und das filtern wir jetzt so raus. Aha. Lassen das nochmal laufen. Chaka. Und dann sollte hier unten eine viel kleinere Tabelle rauskommen. Da sind nämlich jetzt nur noch zwei Einträge. Ne? Dieter Wolf isst gerne die Ziege und Goat isst gerne den Cabbage. Ha! Die wichtige Erkenntnis hierbei ist, Kreuzprodukte lassen deine Tabelle explodieren. Die wird unfassbar groß. Tu das bitte nicht. Ne? Und das heißt, wir hatten jetzt hier irgendwie 6 Knoten, 6 mal 6 sind 36 Zeilen in unserer Tabelle. Oder n Quadrat viele. Und die Idee ist jetzt, naja, nimm diese Filteroperation so weit nach vorne, wie es geht. Na, also mach das so früh wie möglich, dann hältst du die Tabellenzahl klein. Und wenn du zwei sehr kleine Tabellen hast, du machst dafür so Kreuzprodukt, das tut nicht so weh, wie wenn du sehr große Tabellen hast. Und dementsprechend ist das nur eine ganz, ganz wichtige Faustformel, was man da tun muss, um das Ganze effizient zu machen. Wunderschön. So, das lassen wir mal hier so drinnen. Das waren im Prinzip vorbereitende Dinge. Also ich habe jetzt diese Match-Table nochmal um zusätzliche Funktionalität erweitert. Insbesondere dieses Kreuzprodukt und dieses Filter ISO, das hatten wir vorher nicht. Und dieses Mach mir eine Start-Column, da kann ich jetzt eine Liste von Knoten übergeben oder ein Array, um es ganz genau zu sagen. Damit können wir jetzt hingehen und sagen, hey, eigentlich sind wir fertig. Ne, unsere Match-Table kann das jetzt alles und ich kann mir eine Graphversetzungsregel nehmen und das relativ einfach übersetzen in Aufrufe expand forward, set start node, expand backward, filter, expand attribute und diese Art von Dingen. Ne, also mit diesen Grundoperationen komme ich im Großen und Ganzen aus, wenn ich irgendeine hingemalte Graphversetzungsregel habe, um die entsprechende Suchanfrage oder Match-Table zu konstruieren, die dann alle Matches enthält, die genau auf dieses Ding passen. Super coole Nummer. Das Problem an dieser Stelle ist, dass wir das jetzt den Benutzer von Hand machen lassen. Also irgendein Mensch programmiert diese Match-Table-Expand-Operation und je nachdem, wie gut der diese Anfrage versteht, kommt da was raus, was sehr effizient ist und hinterher eine Tabelle liefert. Am Schluss ist die Tabelle immer gleich groß. Ne? Das ist ja genau die Matches, die dieser Anfrage entsprechen, dieser linken Regelseite entsprechen, unserer Graphversetzungsregel entsprechen.
Aber die Zwischenergebnisse sind unter Umständen ziemlich groß. Ne? Wenn ich nach einer Regel mit 5 Knoten suche und sage, ach, scheiß drauf, mach einfach mal 5-mal dieses Startkalem und dann Kreuzprodukt, dann habe ich irgendwie n hoch 5 verschiedene Zeilen in meiner Tabelle. Was für ein Ärger. Ne? Und tatsächlich ist dann die maximale Reverse-Case-Komplexität von dieser ganzen Anfrage n hoch Anzahl der Knoten in meiner linken Regelseite. Na, und wenn ich das sehr ineffizient implementiere. Und wir wollen eigentlich auf was hin, wo wir ein Groß-O von 1 hinkriegen. Na, also nicht Groß-O von n hoch k, wobei k die Anzahl der Knoten in der linken Regelseite ist, sondern Groß-O von 1. Na, also tatsächlich viel mehr als Groß-O von k kann man sich nicht wünschen. Wenn die Regel nicht viele Knoten hat, ich muss in jedem Knoten mindestens mal einmal eine Operation machen. Also Groß O von K ist das Beste, was ich hier erhoffen kann. Jetzt ist aber bei einer gegebenen Graphersetzungsregel, die größte Regel hat so und so viele Knoten, dann ist dieses K mehr oder weniger konstant. Und Groß O-mäßig ist es dann Groß O von 1. Das ist aber gelogen. Aber eigentlich ist das, was wirklich wächst, sind die Graphen theoretischerweise. Und die Regel, das ist ja statischer Code, die haben tatsächlich auch nur eine statische Größe, deswegen kann man so argumentieren, wenn man denn möchte. So, und damit der gemeine Studierende, der dann hier so eine Hausaufgabe programmiert oder so eine Suchanfrage programmiert, nicht so eine ineffiziente Anfrage baut, bauen wir jetzt eine automatische Suchanfragen-Optimierungs- Mechanismus. Das wird uns heute beschäftigen. Und die Idee ist, dass wir eine linke Regelseite haben. Hier eine Rule, cool, eine Regel haben. Die besteht aus einer Left-Hand Side und die Left-Hand Side ist ein ganz normaler Graph. Ja, das ist ein L-Graph. Für den suchen wir dann nachher Matches. Und wie war jetzt aus einer linken Regelseite? Eine Match-Table bauen, das ist die Kunst. Ne? Und darüber geht im Wesentlichen meine Promotion. Da kann man das nachlesen, wie man das geschickt macht. Ich wollte eigentlich ein Exemplar meiner Promotion heute stolz ins Bild halten, habe ich gerade nicht zur Hand. Ich glaube, die liegen vorne bei Sepp. Willst du eine holen oder? Dann halten wir die mal stolz ins Bild. Das wäre total cool. Danke, das ist toll. Dann kann man sehen, ne? Und das, was ich damals in meiner Promotion innerhalb von 5 Jahren gemacht, machen wir jetzt hier in 2 Vorlesungen. Und weil es tatsächlich inzwischen so gut verstanden ist, dass es relativ simpel ist. Okay, also, wir haben jetzt so eine Rule, damit hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon angefangen, ist einfach eine Klasse angelegt, fertig. Da gibt es jetzt eine neue Methode, Create Left Hand Side, die macht sich einen Graphen, das ist die Left Hand Side, also unsere linke Regelseite, und liefert die zurück und merkt sich den intern in der Regel. Na, da passiert keine großen Wunderdinge. Da kann man bestimmt auch anders machen. Man könnte den Graphen außerhalb generieren und dann der Regelseite nur zuweisen. Pff, ja, alles gut. Und dann sage ich eben dieser Left-Hand-Regelseite, mach mir mal einen Knoten. Oh, das ist das Vorabgabeexemplar. Hey. Na, und da ist hinten drin mal gewesen. Da sind ein paar Graphversetzungsregeln drin. Kann man das sehen? Ah, ja. Geht diese Kamera 3? Nein, kein Stress. Es gibt eine zentrale Abbildung, die muss ich natürlich zeigen. Hiha, geht echt? Ja, gib ihm Moment. Uah. Jetzt sehe ich nichts mehr. Da. Nee. Die ich jetzt natürlich nicht finde, ne? Muss noch ein bisschen hoch und dann haben wir es. Boah, verrückt. Chaka, bisschen unscharf, oder? Ja, wir sind zwar schon relativ dicht dran. Ha! Das ist die Abbildung aller Abbildungen. Bin ich unfassbar stolz drauf. Sieht man von in dem Ding jetzt hier natürlich gar nichts. Ne? Und im Wesentlichen gibt es die hellgrauen Knoten. Das sind tatsächlich Knoten, die in meiner linken Regelseite sind. Und die viereckigen kleinen Knoten, das sind mögliche Aufrufe von Match-Tables-Operationen.
Und das bündelt hier so einen komplizierten Graphen. Und dann kann man prinzipiell sagen, okay, wo kann ich anfangen, wenn ich den Knoten schon gematcht habe in meiner Tabelle, dafür schon eine Spalte habe, was für Operationen kann ich jetzt als nächstes machen? Und dann prüft man so typischerweise, oh, kann ich jetzt eine Attribut-Condition machen? Kann ich zum Beispiel sagen, der Knoten muss ein bestimmtes Label haben? Kann ich eine Edge-Expand machen? Also habe ich jetzt einen Source-Knoten für eine Kante, wo ich einen Expand-Forward drauf machen kann und so weiter und so weiter. Und dann wählt man immer einen Schritt aus, den man als nächstes machen möchte, um diese Table zu erweitern. Und jedes Mal, wenn man einen gewählt hat, ändert sich genau die Anzahl, was sind mögliche nächste Operationen. Und das rechnet man in diesem Graphen hier immer auch. Das machen wir so ähnlich. Stellt sich raus, dass es eigentlich viel einfacher ist und das sagen wir gleich. Also, erstmal, ich habe hier eine linke Regelseite. Ja, danke. Super. Es hat toll funktioniert. Ich bin ganz begeistert. Ne? Und hier irgendwie unfassbar großartiges Werk. Kann man bei uns ausleihen und lesen. Ist in der Uni-Bibliothek. Noch viel cooler. Macht das mal. Wir müssen eine Fernleihe machen. Das ist ein unfassbarer Punk. Ne? Oder ihr holt es euch bei mir aus dem Büro. Okay, also unsere linke Regelseite hier für die Load Cargo Rule besteht aus einem Boot, Knödel, ein A-Node. Das ist, da mache ich einfach auf der linken Regelseite ein Create Node und ein Put Attr mit Label Boot. Eine Bank, Create Node, Put Attr, Label Bank und eine Kante. Ah, und ein Cargo. Das ist nur ein Create Node, weil ich da sagen will, das Label ist mir egal, das kann Wolfziege oder Kohlkopf sein, mir doch egal. Ne? So wie ich das hier geschrieben habe, würde auch Bank und Boot ohne Probleme als ein Match für LS Cargo gehen bis dahin. Aber wir haben noch zusätzliche Bedingungen, nämlich ein Create Edge, dass das Boot bitte an der Bank gemoort sein soll und ein Create Edge, dass das Cargo eine Add-Kante zur Bank haben soll. Ne? Das ist im Prinzip die, hey, finde doch mal irgendein Gut, das ich jetzt mitnehmen könnte, irgendein Cargo. Großartig. Da habe ich einen Draw drauf gemacht. Das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal ausgeführt. Das heißt, es müsste irgendwo hier im Temp-Ordner ein Load Cargo den gehen. Das können wir uns angucken. Ich tue das mal hier hin. Dann kann ich es schöner vergrößern. Boah, unfassbar schöne Graphversetzungsregel. Suche ein Boot, das an der Bank ist, wo irgendwas ist, wo nicht dem ich mir völlig egal ist, was das für ein Typ hat. Ne? Ihr erinnert euch, so haben wir das ja gebaut. Funktioniert großartig. Ich finde es toll. Also wir haben jetzt nur die linke Regelseite. Wir haben noch nicht die rechte Regelseite für den Graphversetzungsschritt. Machen wir viel später. Ne, das wird noch 3 Wochen dauern. Grob ist so der Plan. Okay. So, und dann würden wir jetzt hier noch mehr solche Graphversetzungsregeln machen, damit wir eine ganze Grammatik kriegen. Dafür habe ich ein Ruleset. Das ist einfach nur eine Array-List. Ne? Und wenn wir jetzt tatsächlich volle Groove-Funktionalität haben wollten, müssten wir noch so Prioritätsgruppen an diese Regeln dran machen. Das machen wir vielleicht in der Hausaufgabe mal sehen. Aber da wird man einfach nur dieser Rule irgendwie eine Priority geben. Und da müsste man ein paar Mal da durchlaufen oder die sortieren nach Priority. Oder ich weiß es nicht genau. So, hey. Und dann kommt jetzt so ein, berechne mir den Graph-Ersetzungsgraph. Irgendeiner möchte heute den ganzen Morgen mich schon unfassbar wichtig anrufen. Mal gucken. So. Find Matches. Genau. So. Ne, also ich mache eine Schleife über alle Regeln in dem Ruleset. Und jede von diesen Regeln führe ich jetzt so oft auf, wie es geht. Das heißt, ich berechne jetzt für jede von diesen Regeln alle Matches. Und dann mache ich für jeden Match führe ich die Regel einmal aus, was wir noch nicht können, das kommt ein bisschen später. Erzeuge dadurch neue Graphen und dann kann ich mir so diesen Erreichbarkeitsgraphen bauen. Das ist im Großen und Ganzen das, wo wir gerade sitzen. So, das heißt, wir machen jetzt ein rule.findMatches. Ja, und da steckt jetzt die ganze Kunst drin, ne? Und übergeben der Regel dieser findMatches-Operation noch den Graphen, auf den wir gerade suchen. Die Rule hat sich ihre Left-Hand-Zeit gemerkt, das wissen wir alle noch. Und jetzt übergeben wir noch den Graphen, in dem gesucht werden soll. Den Host-Graph nennt sich das in der Fachsprache. Ha! Und mit dieser Methode habe ich schon angefangen und dann arbeiten wir heute an der noch ein bisschen weiter. Und das machen wir mal zu, dann haben wir es viel schöner. Okay,
Feind-Matches. Also, naja, was muss ich jetzt tun? Ich baue mir eine Match-Stable, das war leicht. Dann sage ich der Match-Stable, naja, du sollst in dem Graphen suchen, den ich hier als Parameter gegeben habe. Auch relativ simpel. Ne? Und dann sage ich, okay, jetzt brauche ich mal so eine erste Kalle. Ne? Und im Augenblick haben wir es so, dass unsere Radversetzungsregeln, die wissen nicht irgendwo hier, das ist ein Startknoten, fang bitte mit dem an. Ne? Und wir hatten bei der allerersten Mal, wo wir diese Matchstäbe gebaut haben, gesagt, ah, der Boat, ne, davon habe ich nur eins. Den nehme ich mir und sage, das ist jetzt mal das Element der First Column, damit fangen wir mal an. Das habe ich nicht mehr. Und dann bleibt mir für den Start der Suche nur an, irgendwie zu sagen, ich mache hier irgendeine Start-Column, wo alle Knoten von meinem Graph drin sind. Ja, deswegen habe ich auch die Operation gebaut, die wir heute gesehen haben. Okay, und aber mit welchem von den Knoten fange ich jetzt mal an? Ja, ich könnte mit dem Boat anfangen, mit der Bank oder dem Label. Ne, alles vernünftige Ideen, also diesen, dem 7er, dem 8er oder dem 9er Knoten aus meiner Left-Hand-Side. Ne, ja, da gibt es verschiedene Strategien. Wenn man so richtig gar keinen Bock hat, fängt man einfach an mit dem mit der kleinsten Nummer. Ha, ne, also das kann man schon mal tun. Das wäre an dieser Stelle gar keine blöde Wahl. Das ist ja das Boot, von dem wissen wir, dass es da nicht viele von gibt. Könnte man drüber nachdenken. Die Idee ist, naja, ich hätte gerne eine Startkalle mit ganz wenig Einträgen drin. Okay, aber bei uns ist in der Startkalle immer am Anfang alle Knoten von meinem Graphen, da kann ich nicht viel machen. Und dann ist die nächste Idee, naja, ich hätte gerne eine Startkalle, die ich so schnell wie möglich durch Filteroperationen wieder ganz klein kriege. Damit ich, wenn ich dann einen Expand mache, nicht so viele Knoten angucken muss. Na? Und deswegen ist die Regel, die wir machen, versuche Filteroperationen so früh wie möglich, so viel wie möglich. Das ist so die Rule of Thumb, oder das ist tatsächlich das, was nachher rauskam aus diesem unfassbar komplizierten Graphen aus meiner DIS. Das ist die Regel, wie man geht. Und tatsächlich ist das auch eine Regel, die ist nicht wirklich von mir. Man lernt alle diese Dinge aus der Datenbankwelt. Also wenn man mal selber eine relationale Datenbank implementiert, was jeder mal gemacht haben sollte, da muss man halt diese SQL-Anfragen optimieren und da werden ziemlich genau die gleichen Techniken eingesetzt. Und tatsächlich sagen diese SQL-Leute noch viel, viel abgedrehteres Zeug, wovon man eigentlich irgendwie nie was mitkriegt, weil in dem normalen Informatikstudium ist SQL als Anfragesprache ist Teil der Vorlesung. Das heißt, man lernt, wie man Tabellen macht und wie man Joins als Queries formuliert. Aber man lernt nicht, wie die Query nachher effizient ausgeführt wird. Ne, was irgendwie schade ist, dafür gab es in meiner Jugend mal so Datenbanken 2 als Vorlesung. Da hat man das so ein bisschen gelernt, aber auch nicht so richtig viel. Und die Datenbankwelt machen da abgedrehtes Zeug und das ist einfach ganz eigener Scheiß. Das war zu meiner Jugend auch ein total heißes Forschungsfeld, hat sich inzwischen alles gesettelt. Ne? Die haben jetzt inzwischen, hat Oracle das, dominiert das und dann ist das halt so, wie Oracle das macht und fertig. Ne? Oder Postgres oder MSQL, das ist alles ziemlich zu Tode optimiert und da geht nicht mehr viel. Und deswegen unterrichten wir es auch nicht mehr, weil keiner von euch wird später in irgendeiner Datenbankfirma Optimierungen machen. Dann brauchen wir euch das noch nicht beibringen, wie das geht. Aber in Graph Engine optimieren, das könnte euch passieren und dementsprechend unterrichten wir das jetzt hier auch. Und einfach nur in einem zufälligen ersten Knoten anfangen, ist eine relativ blöde Idee. Das kann einfach sein, dass aus Versehen, wenn ich diesen No-Label-Knoten als erstes angegeben hätte, in meiner Graph-Ersetzungsregel, dann wäre das ein scheiß Startpunkt. Ne? Weil über den weiß ich nichts über den Label. Das heißt, ich muss dann nach allen Knoten suchen, die eine Add-Kante haben. Ne? Und das sind dann eben schon mal relativ viele. Ne? Dann habe ich große O von Anzahl der Güter. Ne? Also das ist irgendwie immer noch proportional zu N. Ne? Das N halbe, naja. Okay, das ist einfach ein blöder Start. Boot wäre ein mittelguter Start, weil ich jetzt persönlich weiß, dass es zu dem Label Boot nur einen Eintrag gibt. Na? Und Bank wäre vielleicht auch ein guter Start, weil Banks gibt es 2. Okay. Ne? Und insbesondere hängen an dem Bank-Knodel hier 2 Kanten dran. Das ist ja mal cool.
Wenn da zwei Kanten da haben, das heißt, da kann ich relativ schnell gucken, hey, hat der Knoten eigentlich wirklich eine Murt-Kante, die da einläuft und eine Add-Kante, die da einläuft? Und dann kann ich viele Knoten wegfiltern, die diese Eigenschaften nicht haben. Und tatsächlich hinterher in meinem Graphen gibt es nur einen Knoten, der vom Typ Bank ist, wo eine Murt und eine Add-Kante dranhängt. Ne? So, hier gibt es jetzt so zwei verschiedene Strategien. In der besten aller Welten würde ich Statistiken darüber führen, wie viele Knoten vom Typ Boot oder mit Label Boot, wie viele Knoten mit Label Bank gibt es, wie viele von diesen Bankknoten haben eine Add-Kante oder eine Murt-Kante dran. Das heißt, ich würde vorweg eine Statistik haben, die mir sagt, wie viele potenzielle Matches für diesen Knödel hier gibt es oder wie groß wird diese Query-Table, wie viele Rows hat die nachher, wie viele Zeilen. Aber wenn du hiermit anfängst, das kann man machen. Ne? Wenn du den Graphen hast, dann kannst du solche Statistiken, du machst ja Create Node, Create Edge, Create Attribute und all so ein Scheiß oder Put Attribute. Dann musst du dann währenddessen halt einfach so ein paar Statistiken, Metriken über deine Graphen bauen, fertig. Ne? Das kann man tun, wenn man einen Interpreter hat für die Graphersetzungsregeln, so wie wir das jetzt tatsächlich im Augenblick gerade haben. Ne, wir erzeugen diese Match-Table ja jetzt hier und führen sie dann auch gleichzeitig schon aus. Zu der Zeit, als ich meine Arbeit geschrieben habe, haben wir gesagt, nee, Interpreter ist zu langsam, wir wollen Code generieren und einen Compiler-basierten Ansatz haben. Das heißt, dann musst du statisch zur Compile-Zeit entscheiden, wovon gibt es wahrscheinlich wie viele. Ne? Wenn du statisch zur Compile-Zeit entscheidest, dann sagst du, naja, nimm aus deiner linken Regelseite als ersten Knoten den Knoten, über den du viel weißt. Ja, also der viele Attributbedingungen hat und wo viele Kanten dran sind. Ja, und der No-Label, der hat eine Kante dran. Das Boot hat eine Kante und eine Attributbedingung. Und die Bank hat eine Attributbedingung und zwei Kanten. Das heißt, der hat drei Constraints, die an diesem Knoten dran hängen. Deswegen ist Bank, wenn man statische Code-Analyse macht und nicht über den Graphen weiß, auf dem man arbeitet, wie viele Boote, wie viele Banks, wie viel anderes Zeug ist da so drin, wie viele Kanten sind da drin, mit welchem Typ, ist das Ding, mit dem man anfangen würde. Und wir machen jetzt mal der Einfachheit halber auch statische Code-Analyse und sagen, okay, wir gucken uns einfach nur die Regel an und nehmen den Knoten, über den wir am meisten wissen. Boah, verrückt. Das heißt, wir machen hier so einen Choose-First-Node und ich habe das erst ausprobiert und dann extracted. Da gehen wir mal drauf auf diese Methode. Und da machen wir jetzt genau das. Wir rechnen so einen Score aus für jeden Knoten der linken Regelseite. Na, und das ist viel, viel einfacher, denn man macht sich nur gedanklich so langsam einen Knoten ins Gehen. Das ist nicht kompliziert. Wir rechnen so einen Score aus. Wir machen eine Schleife. GetNodeSet ist, glaube ich, auch eine neue Methode. Über alle Knoten der linken Regelseite, da haben wir ja den Graph drin und also Left-Hand-Side ist ja schon der Graph der linken Regelseite. Machen wir eine Schleife drüber und dann für jeden Knoten sagen wir, oh, du Knoten, gib mir mal deine Properties. Das sind ja die Attribute, die der Knoten in der linken Regelseite hat. Das sind im Prinzip ja Bedingungen, die wir suchen. Und davon die Size. Ne? Und warum teile ich das durch 2? Weil diese Properties ist ja eine Array-List mit Attributname, Value, Attributname, Value. Das heißt, ein Eintrag macht zwei Dinge in dieser Properties-Array-List. Ihr erinnert euch, Dummke. Deswegen teile ich das durch 2. Da war ich ja mal klug. Ist ja unfassbar. Und dann sage ich mir, okay, so viele Attribute hängen an dem Knödel der linken Regelseite. Und dann wie viele Kanten denn? Naja, dann mache ich die berühmte Schleife über alle Kanten. Mit i plus gleich 3. Und dann gucke ich nach, naja, Left-Hand-Side, Edges, gib mir mal den Eintrag in dieser Array-List, wo diese drei Tupel drin sind, mit der Nummer i. Und wenn das mein Knoten ist, dann bin ich Source-Knoten von irgendeiner Kante. Oder gib mir i plus 2 und wenn das gleich n ist, dann bin ich Target-Knoten von irgendeiner Kante. Ich kann sogar so Selbstkanten haben, also eine Kante, die auf mich selber geht, die zählt dann doppelt, ne? Aber scheiß drauf.
Die zähle ich alles, mache ich immer schön so ein Edge++. Dann sage ich, der Score für diesen aktuellen Knoten ist die Anzahl der Attribute und die Anzahl der Kanten, die da dranhängen. Und wenn der neue Score von diesem Knoten größer ist als der Max-Score, den ich schon hatte, dann ist der neue Max-Score der Score und der neue Max-Node der End. Ne, wie man das so macht, findet das Maximum aus einer Liste von Dingern. Großartige Geschichte das. Und ich scroll es nochmal einmal so, dass man die Methode ganz im Bild hat. Dann habt ihr gleich nochmal Zeit, das in Ruhe abzulaufen, wenn ihr es schafft, im Video diese Stelle wiederzufinden. Wunderhübsch. Sag mal gerade die Minute. 35. Minute 35, wenn ihr euch das auf den Zettel schreiben wollt. So. So, choose first node. Liefert mir jetzt einfach einen Knoten meiner linken Regelseite, von dem wir nach statischer Codeanalyse glauben, das wäre ein guter Start in den Tag. Damit lassen wir uns mal unsere Match-Tabelle anfangen. Die Match-Tabelle haben wir schon gebaut. Und jetzt machen wir einfach nur, hey, Match-Tabelle, set start nodes. Ne, mach die erste Spalte. Wie sollen wir diese erste Spalte nennen? Wir geben jetzt der einfach als Name den ToString von dem Knoten der linken Regelseite, mit dem wir anfangen. Ne? Und dann sagen wir, ja, hier sind alle hinterher, alle Matches für diesen Knoten Nummer 8 ist das, glaube ich, an dieser Stelle meiner linken Regelseite drin. Boah, warum denn nicht? Ne? Und dann machen wir, Startkraft, das ist der, den wir suchen wollen, get node set to array, die tun wir alles mal alle da rein. Ne? Wunderhübsch, verrückt. Und dann machen wir hier so ein Match-Table. Und das gucken wir uns jetzt erstmal an, ob das funktioniert. Und dann erweitern wir das systematisch zu was Schönerem. Ne? Also mache ich hier das hier raus. F5 laufen lassen. Hey. Naja, also da kommt jetzt raus eine Tabelle, wo die Spaltenüberschrift 8 Doppelpunkt Bank ist, das ist der Knoten aus unserer linken Regelseite und der wird gematcht auf Wolf, Bull, Ziege, Boot, Bank, Bank. Hey, verrückt. Ne? Ziemlich genau das, was ich erwartet hätte. Großartige Sache das. So, und jetzt wollen wir weitermachen. Ne? Find Matches. Und jetzt müssen wir sagen, oh, wir haben eine unfassbar große Start- Spalte gebaut oder Starttabelle gebaut. Lass uns die einschränken, so schnell wie es geht. Ne? Und dann gibt es zwei einschränkende Operationen, die wir jetzt vielleicht schon machen können. Wir könnten gucken, hat das Ding ein Attribut, wo wir dann eine Attributeinschränkung machen können? Oder hat das, hängt da eine Kante dran, die zu einem Knoten führt, den wir schon gematcht haben? Wichtiger Punkt. Dann können wir so eine Filter-Edge-Nummer machen. Ne? Das sind die beiden Sachen. Wir fangen jetzt mal mit dem Filter-Attribut an, weil das habe ich schon gemacht. Und dann brauchen wir das mit dem Filter-Edges, wenn wir es heute noch schaffen. Jetzt haben wir, wir liegen gut. Wir haben eine Dreiviertelstunde rum, ne? Um 12.30 Uhr sind wir angefangen. Großartig. Ein bisschen später noch. Großartig. Ja, dann schaffen wir noch ein bisschen was. So, Filter-Adress. Ich habe das schon mal vorbereitet. Und weiter ist meine Vorbereitung aber nicht gedruckt. Das bekommt die Tabelle, die wir hier gerade basteln, als Parameter. Das ist eine Operation der Rule. Und den größten Knoten, also den Knoten, wo wir sagen möchten, schränkt dessen Spalte mal oder schränkt mal über der Attributbedingungen, über die wir so Filtermechanismen machen können. Aha, geh du mal weg. Geh du mal dahin. Filterattribut da unten ist sie. Ist auch nicht kompliziert, erschütternderweise. Ich war da selber beeindruckt, wie simpel das ist. Muss halt irgendwie im Kopf immer noch so diese ganzen Dinge, die wir da so haben, an Datenstrukturen parat haben, dann geht es relativ simpel. Also, ich frage diesen Current Node, sag mal, hast du Properties? Ja, und mache eine Schleife mit diesem i+2 über diese Attributname Value Pairs. Ne? Und wir sind in der linken Regelseite unterwegs. Ne? Der Max-Node ist ja irgendwie Teil meiner linken Regelseite. Des Graphens meiner linken Regelseite. Boah, ist das kompliziert. Gut, ne, dann mache ich hier so einen GetI. Dann kriege ich den Attributnamen und GetI+1, dann kriege ich den Value. Ne? Jetzt habe ich also, was weiß ich, Label soll Boot sein oder Label soll Bank sein, ist es in diesem Fall eigentlich. Ne? Also hier steht jetzt mal gerade Label drin, da steht Bank drin. Dann sage ich, alles klar.
Was ich jetzt mache, ist, ich mache ein Expand-Attribute. Ne, ich mache mir in meiner Tabelle eine neue Spalte mit allen, wo ich den Attribut Value hinterher eintrage. Das macht diese Expand-Attribute-Operation. Erinnert ihr euch? Wir gucken uns das gleich im laufenden Ding mal an. So, dann muss ich dieser Spalte, muss ich sagen, Match Expand-Attribut, muss ich da sagen, deinen Quellknoten, wo du das Attribut herholen sollst, findest du in MaxNode ToString. Ja, das ist dann 8 Doppelpunkt Bank. Verrückt. Du sollst prinzipiell von den Knoten, die du dann in deiner Spalte hast, auf das Property mit dem Attrename zugreifen. Jiha. Und dann erzeugst du eine neue Spalte und die kriegt als Namen MaxNode ToString plus Attrename. Das Besseres ist mir nicht eingefallen. Ne? Das müsste dann sowas sein wie 8 Doppelpunkt Bank Label sein. Irgendwie so. Ein Blank wäre vielleicht noch nett gewesen oder irgendwie ein Klammern oder irgendein Quatsch. Okay. Und dann rufst du noch eine Filter-Attribute-Methode auf dieser neuen Spalte, die wir gerade erzeugt haben. Und sagst, aber ich hätte jetzt da gehte nur welche, die in dieser Spalte den Wert haben, den ich in meiner linken Regelseite dafür habe. Kompliziert. Scheiße. Wir führen das mal aus. Chaka. Ne? Und dann kriegen wir diese fröhliche Tabelle hier. Ne? Das war 8 Bank. Das ist die Spalte mit allen Knoten meines Graphens. Da waren eben 6 Stück drin. Und dann habe ich gesagt, mach mir eine neue Spalte, 8 Bank Label. Und tu da immer dieses Attribut rein, das Label-Attribut. Da hatte ich danach nur noch 3 Knödel, Boot, wollen wir das mal sehen, damit wir diese Schritte einzeln haben. Ist vielleicht schön, komm. Rule, Chaka. Wir lassen den Schritt mal weg und gucken mal, was er macht, wenn dann eben das Filter fehlt. Dann sehen wir das Zwischenergebnis. Das ist, glaube ich, schön. F5, Chaka. So, ja, das kommt dabei raus. Na? Dann hat er hier Wolfgut, Ziege, Boot, Bank, Bank. Die haben alle ein Label. Unfassbar. Ja, ne? Und der steht dann hier. Ne? Der Wolfknödel hat als Label Wolf, der Goat, Goat, Cabbage, Cabbage, Boat, Boat, Bank, 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 Bank. Ne? Ist hier nicht viel passiert. Und jetzt können wir aber auf dieser neuen Spalte, wo ja nur die Label drin stehen, können wir jetzt diese Filter-Attribute-Operation drauf anwenden. Chaka, chaka. Und dann sagen wir, da soll bitte das drin stehen, was in meiner linken Regelseite als Label steht. Und wir suchen in unserer linken Regelseite nach Bank. Na, da muss dieses Label drin stehen, haben wir formuliert in unserer linken Regelseite. Das heißt, wenn ich das jetzt dazu mache, dann wird das Filter-Attribut gemacht und dann bleiben hier nur die untersten beiden Spalten stehen. F5, laufen lassen, Chaka. Da, ne? Ist genau das, was stehen geblieben ist. Chaka. Ne? Und jetzt haben wir unsere Tabelle mit 6 Zeilen schon mal auf 2 Zeilen eingedampft. Ist doch schon mal großartig. Ne? Und ja, hätten wir nach Boot gesucht, wäre noch besser gewesen. Konnten wir nicht wissen, weil wir die Statistik über wie oft kommt welches Label vor nicht haben. Ne? Und ja, wenn man. Wir haben das im Kopf, aber der Computer hat sich das eben nicht gemerkt. Dementsprechend ist das eine Schwäche davon, wenn man statisch zur Compile-Zeit ohne solche Statistiken sowas macht. Okay, super. Hey, toll. Filter-Attribut. For the new node try edge filters. Ich würde das gerne später implementieren, weil das funktioniert im Augenblick noch nicht und dann ist es irgendwie ganz schön viel, was man so tun muss. Was man möchte ist, for the new node try edge expand. Das lasst uns jetzt mal programmieren. Das schaffen wir, glaube ich, heute noch. Ganz locker. Boah, und scheiße, wie soll das jetzt gehen? Wir haben immer noch diesen MaxNode hier als ersten Knödel. Und was wir jetzt machen müssen, wir fragen diesen Knoten, sag mal, hast du in der linken Regelseite eine auslaufende Kante? Dann könnte ich in meiner Tabelle sondern expand edge forward machen. Expand forward heißt die Operation auch. Ne? Ja, dann gucken wir doch mal, ob wir so eine auslaufende Kante haben. Ne?
Aha, das ist doof, weil die gibt's nicht. Aber das programmieren wir jetzt trotzdem. Danach kommt es das gleiche mit den einlaufenden Kanten. Aber vielleicht können wir das in eins machen. Also müssen wir eine Schleife über alle Kanten machen, die diesen Max-Not in unserer linken Regelseite berühren. Wow. Also machen wir eine Schleife über alle Kanten in unserer linken Regelseite. Int i wird zu 0, Semikolon, Left-Hand-Side, ja, die gibt es. Get Edges, yeah, die gibt es auch. Get Edged. Wunderhübsch. Davon die Size. Und wir machen das, solange i noch echt kleiner ist als diese Size. Oder, das ist ja irgendwie da hinten nach 2, ja, passt schon. Semikolon. I plus gleich 3, unsere klassische Schleife. Yeah, Chaka. Ja? Und dann sagen wir so, ho, 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 if iha, ah, lass uns das mal. Ne, wir machen das. Machen das irgendwie uns ein bisschen leichter. A note. Ah, ja. Source ist gleich. LHS get edge set dot get i. Alle einverstanden? Ja, das haben wir ja gebaut. Das sind ja in unserer Edge Set sind so drei Tuples. Eine ArrayList mit immer Source Label Target Source Label Target Source Label Target immer hintereinander weg. Auf der Index i finden wir das Source, auf i plus 1 das Label, i plus 2 ist Target. Den Strom hat auch wieder dran. Moment. Andersrum. Haben wir wieder Strom? Wir haben wieder Strom. Alles gut. Ja, und dann nörgelt er noch rum, dass hier ein Semikolon fehlt. Und dann nörgelt er noch rum. Boah, das ist aber nur ein Objekt. Und dann machen wir noch so einen Cast. Wunderhübsch. Dann machen wir so ein Alt-Shift-Down. Und dann sagen wir, ha, der Target-Knödel. Das ist i plus 2. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir wollen das Label auch wissen. Label ist i plus 1. Ja, jetzt haben wir also Source Label Target von unserer Kante. Und dann gucken wir, wenn Source gleich Max Node, wo kommst du her? Use for Node, Max Node, Max Node. Ja, passt schon. Max Node. Chaka. Ne, und dann müssten wir jetzt einfach noch gucken, ist denn Target schon gefrühstückt oder nicht? Wenn ja, könnten wir jetzt einen Filter machen. Ich lasse das mal gerade noch weg, weil wir das ein bisschen später machen. Da müssen wir noch merken, welche haben wir schon gematcht und welche noch nicht. Oder soll ich das jetzt schon machen? Ah, na, es ist nochmal ein Knoten mehr im Hirn. Wir machen das erstmal so. Ja, also, wenn Source gleich Maxnode ist, hey, super, dann mach doch so ein Match-Table. Expand forward. Ja, der will jetzt drei Sachen wissen, nämlich als erstes, wie soll die Column heißen? Nö. Source Column Name. Das ist Source. Ich nehme mal Source. Ne? Komma Source Punkt toString. Das ist der Name von dieser Column. Ach, Doppelpunkt Bank, die wir haben. Hey, cool. Und dann als zweiten Parameter möchte er den Kantenlabel haben. Label, finde ich total cool. Na? Ah, das stimmt nicht. Danke, super. Das ist natürlich ein String. Müssen wir es überhaupt casten? Keine Ahnung.
Vielen Dank für diesen Hinweis. Label und dann hier Target Node dort to string. Finde ich total cool. So, wenn wir das jetzt ausführen, passiert nichts, weil an unserer Bank hängen nur einlaufende Kanten dran. Doof. Können jetzt mal gucken, ob wir es noch nicht kaputt gemacht haben, aber das heißt, ich mache jetzt mal hier so einen else IH. If target ist gleich max node, dann mach ein expand backward und oh, Drecksack. Einfach genau die gleichen Parameter. Das expand backward hat auch, das haben wir unfassbarerweise klug so konstruiert, auch source column nehmen, edge label target column nehmen als Parameter und macht dann genau die Sache, die wir wollen. Boah, ist das cool. Und das tut's jetzt nie im Leben. F5. Wohahaha. So, was haben wir denn jetzt hier? Eine Tabelle mit Bank. Label davon ist Bank. Dann der Match für Boot wäre irgendein Knoten vom Typ Boat. Und der Match für A-Node wäre irgendein Knoten mit Wolf. Das finde ich jetzt schon mal ziemlich gut. Er hat jetzt beide Dinger expanded, ne, und hat als erstes festgestellt, dass an der Bank hier viele Boats dran sind. Also dass an dieser Bank Nummer 5 immer genau ein Boot dran ist. Ne, wir hatten vorher Bank 5 und Bank 6. Erinnert ihr euch noch? Jetzt haben wir gesagt, aber wir wollen eins, wo das Boot dran ist und irgendein Cargo dran ist. Dann hat er erst geguckt, weiß ich nicht, wahrscheinlich erst sich diese Bootkante angeguckt und hat dann die Tabelle bis dahin gebaut. Ja, und dann war dann die 6er weggefallen, die 6er Bank als Startelement und fertig. Okay, ich finde es unfassbar großartig. Das ist durch. Das ist tatsächlich jetzt schon genau der Match, nach dem wir suchen. Ne, wir suchen ja nach 3 Knödeln. Fertig. Hey, automatische Teilgraphensuche, dann. Kommen noch ein paar mehr Dinge, aber das war ja leicht. Das war früh, letztes Jahr war das noch schwerer. Ich finde es großartig, wie später war. 13:34. Boah! Bin stolz auf mich. Das ist ja toll. Okay, wir müssen noch mehr tun, ne? Aber das ist schon ziemlich genau das, was wir wollten. 16 Minuten noch. 16 Minuten noch. Unfassbar. Wir werden fast fertig damit. Was müssen wir denn noch tun? Ja, wir haben den Bankknödel hier gesucht, haben das Label hier geprüft und hatten dann anstelle 6 nur noch 2 Knödel. Dann haben wir gesucht, okay, ne, wir wollen einen Knoten haben, der eine Add-Kante dahin hat. Das ist hier dieses 9 A-Node. Und wir wollen einen Knoten, der eine Murt-Kante dahin hat. So, jetzt prinzipiell müssen wir noch prüfen, dass der Knoten, der hier Murt ist, dass das auch ein Label ist. Dass der ein Boot ist. Na, das haben wir in der Regel hingeschrieben. Na, jetzt können wir natürlich sagen, Idiot, warum hast du das in der Regel hingeschrieben? Braucht es doch gar nicht mehr. Ne? Wissen wir doch, steht doch hier. Geht jetzt aber in der Regel, und tatsächlich könnte die Regel ja noch komplizierter sein, noch mehr Dinge suchen wollen, zum Beispiel die Other Side oder so ähnlich. Und dann wäre es jetzt irgendwie cool, wenn wir das jetzt eben auch noch überprüfen. Das müssen wir auch einfach noch tun. Das ist aber auch eine großartige Lernchance, weil, Chaka, wo tun wir das denn? Dieses Find Matches macht hier am Anfang so einen Choose First Node und dann mit dem hier so viele Dinge, wie jetzt gerade gehen. Na? Okay, und das hier, Chaka, gehört tatsächlich hier hin. Na, und dieses Edge Filter haben wir noch nicht gebaut. Und dann steht hier so ein Until all nodes are covered. Ne? Und das haben wir aber noch nicht gebaut. Und das tun wir jetzt. Ne? Also wir wollen offensichtlich das irgendwie andauernd immer wieder tun. Und dann müssen wir im Großen und Ganzen sagen, wo fangen wir denn einfach mal an? Und dafür machen wir uns jetzt eine To-Do-Liste und eine Done-Liste. Ne?
in die To-Do-Liste tun, alle Knoten, wo wir noch ein Match versuchen müssen, also eine Spalte in unserer Match-Table für anlegen müssen. Und in die Done-Liste tun wir sie dann rüber, damit wir wissen, damit können wir jetzt mal Attributbedingungen prüfen oder wissen wir, den haben wir schon in unserer Tabelle. Da kann ich jetzt, wenn ich nochmal einen habe und dazwischen eine Kante ist, so eine Filter-Edge-Nummer machen. Ne? Und dann haben wir es schon fertig. Viel mehr ist es nicht. In meiner Disk gab es noch ein paar andere Dinge, die dann noch reingespielt haben, sage ich am Schluss was. Okay, To-Do-List. Ist jeder einverstanden, dass wir uns eine To-Do-Liste machen? Ne? Ist auch, kann doch nicht so schwer sein. Und das heißt, das ist eine, natürlich eine Array-List. Ne? Wer will denn irgendwas anderes? Die nennen wir mal of A-Notes. Ja. Verrückt. To-Do. Jetzt zu. Naja, wo kriegen wir die jetzt her? Da sind am Anfang alle Graphen unserer linken Regelseite. Left-hand side. Get node set. Ist eine ArrayList of Nodes. Verrückt. Ist genau das, was wir wollen. Doch, das können wir machen. Wir können direkt auf der Liste arbeiten. Ja, warum denn nicht? Verrückt. Chaka, und dann bin ich nicht immer sicher, ob wir sie brauchen. Aber lass uns noch eine Done-Liste machen. Und da machen wir mal eine New ArrayList hin. Die ist am Anfang leer. Na? Ja. Und dann machen wir hier natürlich so ein While not to do is empty. Was denn sonst? Chaka. Und die Zeile hier irgendwie ein bisschen nach unten schieben, bis da, wo dieses Until stand. Ha. Das sieht schon mal gut aus. Ne? Jetzt haben wir schon mal eine klassische Endlosschleife, weil wir holen ja aus dieser To-Do-Liste nie einen raus. Ne? Das sollten wir tun. Und tatsächlich sollte das dieser Choose First Node machen, finde ich. Damit das funktioniert. Das heißt, das Choose First Node soll aus der To-Do-Liste wählen. Wunderhübsch. Dann sagt er so, Remove Argument, da habe ich ja mal gut hingekriegt. To-Do, Chaka, Control, Punkt, nein, Change Method, Add Parameter, verrückt, geh da hin. Da gibt es jetzt eine To-Do-Liste und dann macht er die Schleife halt über die To-Do-Liste und nicht über die Left-Hand-Side. Na, das sollte es schon mal ungefähr tun. Ja. Dann die Match-Tabelle hat er hier oben erzeugt. Das ist im Prinzip eine gute Idee. Prinzipiell hoffe ich oder glaube ich, dass man dieses Choose First Node nur ein einziges Mal machen muss. Na? Und das reicht auch, das einmal zu tun, wenn meine linke Regelseite, der Graph, der meine Regel beschreibt, wenn der zusammenhängend ist. Und wenn der nicht zusammenhängend ist, muss ich das mehrmals tun. Aber stellt sich die verzweifelte Frage, warum zur Hölle mache ich das nicht irgendwie vorher? Ne? Wenn ich eine Regel habe, wo zwei Teilgraphen drin sind, die nicht zusammenhängend sind. Warum mache ich da nicht zwei Regeln? Was soll der Scheiß? Na, also, und dann hinterher das Kreuzprodukt davon. Dann brauche ich das hier drinnen nicht machen. Das würde es mir ein bisschen leichter machen. Deswegen, lass uns das doch mal hier vortun. Na? Choose a node from the left-hand side and add as first column. Das add as first column tun wir dann auch nach oben. Das ist doch schon wieder wunderschön. Aber jetzt haben wir ja diesen ersten Knoten, dafür haben wir ja jetzt was gematcht. Das heißt, den tun wir aus der To-Do-Liste raus. To-Do.remove MaxNode. Ne? Den brauchen wir nicht mehr. Das klappt ja super. So, und dann müssen wir nur gucken, dass wir das hier innen drin auch tun.
Und im Wesentlichen müssen wir das tun, Chaka. Nee. Ach Mensch. Der ist einfach zu klein hier, dieser Bildschirm. Das kommt ja noch. Hier, wenn wir so ein Expand Forward machen, dann haben wir den Match für den Source-Knödel schon und rechnen ja jetzt auch eigentlich schon ein Match für den Target-Knödel aus. Das heißt, dann machen wir hier so ein to-do.remove Target. Semikolon. Ja. Ja. Nö, das ist falsch. Doof. Ja, wir haben den ja immer noch nicht gematcht. Nein, wir müssen ja noch gucken, ob wir bei dem Attributbedingungen kürzen können oder wollen. Ja, genau. Ha, wir machen das ganz anders. Jetzt weiß ich es wieder. Chaka, wir ziehen das hier hin. Viel schöner. Ja. Und hier machen wir dann doch Left Hand Side Get Node Set. Also das hätten wir lassen können, wie es war. Und dann machen wir hier bei dem To-Do, das machen wir nicht, einfach nur New ArrayList von ja, New ArrayList finde ich total gut. Kann ich hier einen Add dahinter machen? Nee, der liefert einen Boolean zurück. Ach, was, wie blöd ist das? Kein Chaining. To-do.addMaxNode. Wunderhübsch. Ne? Also das ist jetzt ein Knoten, den ich mir genauer angucken muss. Ne? Und wenn ich den mir fertig angeguckt habe, tue ich ihn ins Done rein. Großartige Sache. So, jetzt gehe ich hier mit dem MaxNode hin. Eigentlich müsste ich hier sowas machen wie MaxNode wird zu to-do.remove 0. 0 finde ich eine gute Idee. Na, wir tun nachher in die To-Do-List andere Knoten, die wir noch expandieren oder genauer betrachten müssen, rein. Und am Anfang ist es halt der, den wir mit Choose First Node gemacht haben. Und in dieser Schleife nehmen wir uns immer aus dieser To-Do-Liste einen raus, den wir jetzt mal genauer angucken müssen. Und für den machen wir dann ein Filter-Attribute. Und dann hier dieses mach mal alle Edges und wunderhübsch. Und da machen wir nicht ein to-do.remove, sondern ein to-do.add Target. Und sagen, hey, das musst du dir aber auch noch angucken. Und hier ein to-do.add Source. Ja, der muss jetzt auch noch auf Attributbedingungen geprüft werden und auf weitere Kanten. Ja? Und mit eigentlich hätten wir jetzt noch die Kanten, die wir schon betrachtet haben, auch noch irgendwie in diese Liste tun müssen, damit er da nicht nochmal so eine Filter-Edge-Operation drauf macht. Ah, machen wir später. Hier müssen wir uns eventuell auch irgendwie Done-Nodes und Done-Edges merken. Das schaffen wir aber heute nicht. Ah, gutes Argument. Ich habe 12.30 Uhr bis 14 Uhr, ne? Ja, aber das möchte ich in 5 Minuten auf. Ah, ich muss mal, also was gut ist, ich muss gleich zu meiner Booster-Impfung. Wir haben noch 5 Minuten, ne? Macht ja nichts. So, irgendwann muss man aber mal sagen, also mit dem To-Do-mäßig, ah, das haben wir ja hier schon gemacht, da haben wir den rausgenommen. Das müsste es eigentlich tun. Nee. Ja, genau. Er würde jetzt für das Boot sagen, oh, guck mal, hier gibt es eine auslaufende Kante. Und dann muss man sagen, aber die habe ich schon betrachtet. Ist das ärgerlich. Ja.
Ja, aber wir brauchen ein Set über die Kanten. Ne, wir brauchen jetzt ein Set, wo wir uns merken, ja, die Kante habe ich mir schon angeguckt. Alle einverstanden? Ja, und das würde ich mir jetzt hier genau machen. Array List von Int. Int, geht das? Mir doch egal. Nee, geht nicht, ne? Okay. Integer Muss muss man man Integer integer. hinschreiben. Genau. Das muss ein Objekt sein, sonst kann man es da nicht eintragen. Dann Edges. Boah. Dann Edge Indexes. Das ist irgendwie klarer. Das wollen wir da rein tun. Jetzt zu New. Gott, Array. New. ArrayList, Semikolon. Wunderhübsch. Und das heißt hier, da haben wir jetzt ja so ein Expand gemacht. Und dann machen wir in das Done Edge Indexes ein Add. Und da tun wir das I rein. Verrückt. Und das machen wir hier unten auch. Und dann sagen wir, ja, mit denen sind wir fertig. Na? Und warum brauchen wir die Knoten nicht in diese Dann-Nummer reintun? Weil wir sie aus der To-Do-Liste raustun, reicht wahrscheinlich schon. Na, ich glaube, das brauchen wir, wenn wir den Teil da machen. Wunderschön. So, das heißt, jetzt müssen wir hier aber noch abfragen. Hey, nee, nee, die Kante haben wir schon geprüft. Das machen wir hier. If dann Edges Indices. Contains i. Verrückt. Das soll funktionieren. Nie im Leben. Ja, dann habe ich mir die Kante schon angeguckt, da muss ich mit der nichts mehr machen. Dann mache ich ein Continue. Oh. Haben uns gerade noch mal so von der bösen Endlosschleife gerettet. Wenn das jetzt funktioniert, ist mein Tag aber gelaufen. Hey, kommst du zum Ende? Hat er denn dieses Filterding noch gemacht? Keine Ahnung. Haben wir noch Zeit, das in den Debugger zu prüfen? Ach Gott, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das hat funktioniert. Ich prüfe das zu Hause nochmal in Ruhe nach. Zwei Dinge noch. Klar, produziert das nach. Ne? Programmiert das auch. Also das ist gerade ein Kernding dieser Vorlesung, das hier zu machen. Und der richtige Trick ist einfach nur, naja, immer wenn du einen neuen Knoten hast, guck erstmal nach, hat er Attribute. Was wir dann nächste Woche noch machen werden, gibt es da irgendwie eine Inner Edge, die wir prüfen könnten, zu einem Knoten, den wir vorher schon hatten. Das ist, aber braucht man erstmal, wenn man so einen Zyklus in der linken Regelseite hat. Ne? Also das müssen wir aber gleich nochmal irgendwann tun. Und dann funktioniert das Ganze. Und das Ganze ist unfassbar einfach, weil wir diese Match Table haben, die uns dann eben das relativ simpel implementiert, wenn wir uns entschieden haben, ja, jetzt würde ich gerne das machen, das machen oder das machen. Haben wir genau die richtige Operation hier schon zur Hand. Und dann sind wir dann im Prinzip damit durch. Und dann war das einzige Trick, den man jetzt noch machen muss, Attribute filtern so viel wie möglich, Kanten filtern so viel wie möglich, machen Expand. Und wenn das alles nicht mehr hilft, dann musst du halt nochmal so einen Choose First Node machen. Und das machen wir jetzt hier in unserem Beispiel nicht, weil wir sagen, das macht keinen Sinn, semantischerweise. Und dann ist alles gut. Und dann hat man tatsächlich eine relativ gute statische Teilgraphen-Suchoptimierung machen. Jetzt steht meine Nachfolgerin schon hier. Wir sehen uns nächste Woche. Und ganz wichtig, nächste Woche eine Viertelstunde früher, damit das hier mit dem Wechsel nicht so ein Stress ist. Also nächste Woche schon um 12:15 Uhr. Alles klar, bis dann. Tschüss.